Ja, der Osama bin Laden, der soll an Typhus gestorben sein. Nee. Ja. Ja, aber was macht denn dann der George Bush jetzt? Verleiht er dann dem Typhus jetzt einen Orden? Oder? Ja, verdient hätte er es. Aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass er wirklich tot ist. Aber wie soll man in der Wüste ins Gras beißen? Das geht doch gar nicht. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir fragen ihn einfach mal. Wen? Herrn Laden. Herr Laden, sind Sie tot? Können Sie das denn auch, sagen wir mal, beweisen? Geile Schläuche. Ja, meinen Sie nicht, dass die Sicherheitsdienste Sie noch irgendwann mal finden werden? Ich muss los. Ja, da ist es raus. Ja, schön. Aber wie heißt es immer so schön, totgesagte leben länger. Ne? Was dem Bush doch jetzt eigentlich fehlt, das ist so ein richtiger Terminator, ne? Den er einfach direkt hinterher schicken kann. Wo ist eigentlich Arnold Schwarzenegger, wenn man ihn wirklich braucht? Was willst du denn mit Schwarzenegger? Ja. Den kannst du doch komplett vergessen. Der bringt doch keine Menschen mehr um, der terminiert doch nur noch Umweltsünder. Umweltsünder? Ja, sicher. Willst du etwa sagen, Arnold Schwarzenegger, ein Grüner? Ja, sicher ist der grün, der ist so grün, der sieht schon aus wie der verlorene Sohn, Zwillingsbruder von Renate Künast. Nee. Ja, sicher. Guck mal hier. Und zusammen sind die beiden dann die Last Action Ökos. Und wie es dazu kommen konnte, das sehen Sie jetzt. Arnold Schwarzenegger, vom kleinen Gewichtheber aus Österreich zum Gouverneur von Kalifornien. Hasta la vista, baby. Er ist doch besonders intelligent. Er ist ein Riesen-Showman, passt genau für die Politik. Und tatsächlich, in den ersten Monaten seiner Amtszeit gibt Schwarzenegger richtig Gas, nimmt keine Rücksicht auf Verluste. Getragen von einer Woge der Beliebtheit schießt er allerdings immer wieder übers Ziel hinaus. Na, wie geht's? Gut. Schlag ein, Nicker. Aua, das tut weh. Ja, ja, ja. Au. Hallo. Schwarzenegger muss erkennen, dass seine öffentlichen Auftritte zu viele Opfer fordern. Er taucht ab und fährt nach Japan, um dort das Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen. Von jetzt an verschreibt Schwarzenegger sich voll und ganz dem Umweltschutz. Ich bin ein Umweltschützerer. Herr Captain, wo können wir landen? In ungefähr 10 Minuten. 10 Minuten? Ja, da unten sterben Bäume. So lang kann ich nicht warten. Stirb, saurer Regen! Stirb! Vom Terminator zum Ökonator. Der neue Kurs kommt bei den Wählern gut an. Schwarzenegger, der beim Chinesen immer die gleichen 4 Gerichte bestellt, präsentiert seinen neuen grünen Daumen bei jeder Gelegenheit. Nebenbei punktet er mit Anekdoten aus seinem Privatleben. Seit heute Morgen um 8 trenne ich meinen Hausmüll. Schwarzenegger nutzt die Gunst der Stunde und boxt weitreichende Umweltgesetze durch. Spritfresser wie dieser Hammer hier werden mit sofortiger Wirkung von den Straßen verbannt. Und elektrische Stühle dürfen zukünftig nur noch mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Ich schwöre, ich werde erst wieder mit meiner Frau schlafen, wenn die Luft sauber ist. Aber dann heißt es nur noch 6, 6, 6, 6, 6. Arnold Schwarzenegger, vom Provinzpumper aus der Steiermark zum richtungsweisenden Vorzeigegrünen. Wer hätte gedacht, dass ihm diese Farbe so gut steht? Das ist er. Richtiger. Ja, der ist auch nicht mehr so hart wie früher, oder? Nein, Schwarzenegger ist ein bisschen verweichlich. Also der ist ja, Schwarzenegger ist ja so richtig scheiße drauf, wenn er seine Schnuffelbaumgun nicht dabei hat.